Wie schaut es da mit der Begrifflichkeit der sozialen Bewegung aus und wie kann man mit solchen sozialen Bewegungen aus einer fortschrittlichen Sicht umgehen? Die Frage ist natürlich sehr an mich gerichtet. Also ich behaupte nicht, also ich schreibe Bücher über soziale Bewegungen. Mir hat dann eine Historikerin gefragt, wie definiere ich soziale Bewegungen? Ich habe gesagt, ich definiere es nicht. Ich nehme den Standpunkt der emanzipatorischen sozialen Bewegungen und schaue es an. Schaue dann auch reaktionäre Bewegungen an. Und stelle mich aber auf Seiten der emanzipatorischen Bewegung. Zugleich muss ich aber sagen, es gibt keine soziale Bewegung, die rein ist. Ich sage, jede Bewegung ist schmutzig, hat reaktionäre Elemente drinnen. Also jetzt bei der Uni-Brennt-Bewegung war es ja sehr offensichtlich, nicht umsonst hat so viel über Sexismus diskutiert werden müssen, weil da alle mögliche Scheiße auch vorkommen ist. Zugleich sehe ich das emanzipatorische Element drinnen, das innerhalb der Bewegung darüber reflektiert worden ist. Und das Gleiche sehe ich als jetzt das jetzige Schicht mit dieser Hausbesetzung im Epizentrum, da hat es ähnliche Diskussionen mit Sexismus gegeben, wie bei der Uni-Brennt-Bewegung, sodass von außen das Bild entstanden ist, fast das Epizentrum ist schlimmer als das Flug oder das Flex. Das sind so normale Ausgehlokale in Wien. Aber ich habe das... Die auch nicht besonders schlimm sind, ja? Ja, aber ich finde, da ist einiges sicher Ärger in Bezug auf sexistische Übergriffe aus im besetzten Haus. Trotzdem ist der Eindruck entstanden, aber ich finde die Reflexion darüber wichtig. Umgekehrt, weil dann komme ich auf das Migrantische dazu, die Bewegungen, das ist dann schon sehr oft, also fast in jeder Diskussion kommt das vor, ja, wir sind Weiße, Mehrheitsösterreicherinnen hauptsächlich. Migrantinnen kommen nicht ins besetzte Haus. Oder das, wir wollen das eh. Eine Minderheit ist ja dann hingegangen und hat versucht, das Fecom-Lokal zu schützen vor den grauen Wölfe, vor einem Team. Das war in der gleichen Zeit, wie das Epizentrum besetzt war. Es war eine ganz kleine Minderheit in Wirklichkeit. Aber es ist halt ein bisschen eine Reflexion drüber, aber gerade jetzt in Bezug auf Bündnis, Zusammenarbeit, Koordination mit Migrantinnen, ja, das funktioniert nicht so wirklich, auch wenn es versucht wird. Also die Frage war eigentlich nicht spezifisch an dich gerichtet. Ich danke trotzdem für die Antwort, weil es geht ja nicht nur um soziale Bewegungen, sondern auch um Protestkultur, über die wir da diskutieren. Ja? Protestkultur ist natürlich auch, wenn FPÖ-Anhänger gegen Ausländer demonstrieren. Ja? Das ist auch Protest. Und aber es ist nicht unbedingt Kultur. Das ist eine andere Frage. Also, ich glaube, das Problem, das wir alle haben in Wirklichkeit, sage ich jetzt einmal ganz ungeschützt, ist, dass wir leiden an umgekehrtem Rassismus. Das heißt, wir trauen uns auch nicht, vermutlich auch, weil wir uns zu wenig für das interessieren, was außerhalb unserer Grenzen passiert, trauen wir uns nicht, soziale Bewegungen, die mit Vorfällen im Ausland zu tun haben, für das zu nehmen, was sie sind. Sondern, und da muss ich jetzt leider doch den Begriff, den ich nicht mag, verwenden, nämlich die Linke unter Anführungszeichen, traut sich nicht irgendwelche, also wenn irgendwelche Türken demonstrieren, wird sich die Linke unter Anführungszeichen nicht trauen zu sagen, das sind aber Faschos und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ich glaube, dass das schon ein großes Problem der fortschrittlichen sozialen Bewegungen ist. Dieser sozusagen Rassismus mit umgekehrten Vorzeichen. Also natürlich ist nicht jeder Türke, der kommt A, sympathisch und B, ein anständiger Mensch und C, außerdem auf jeden Fall ein Linker. Das gilt für sämtliche andere Ausländer in Österreich auch. Und für die Inländerinnen sowieso, aber ich rede jetzt einmal von den Ausländern. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir bei den Inländern uns sehr wohl trauen zu sagen, dass sie halt Arschlöcher sind, wenn sie welche sind. Und uns das sehr oft eben bei Ausländern nicht trauen,
was wie gesagt eine durchaus eine Form von Rassismus ist leider. Und ich glaube, damit muss man sich auch einmal auseinandersetzen. Also da kann ich jetzt nur noch ansetzen. Ich kann da auch ein sehr konkretes Beispiel dafür geben, was die Burschenschaft vor einigen Jahren, die Geschichte ist auch durch die Medien gegeistert, vor einigen Jahren in Oberösterreich verzweifelt einen Platz gesucht haben für eine große Veranstaltung, die sie auf die Beine gestellt haben, auf die Beine stellen wollten, waren sich die ganzen Organisationen einig, dass die Stadt Linz denen nicht zur Verfügung stellen darf. Ja, ist zum Glück auch gelungen, aber ich glaube trotzdem, dass sie dann doch ein Ausweichraum dann gefunden haben, wo es dann über andere Konstrukte dann funktioniert hat, wo die Stadt Wien dann nicht unmittelbar beteiligt war. Ich war sehr stolz auf diese Stadt, weil ich mir gedacht habe, super, man diskutiert darüber, man lässt manche Dinge auch nicht zu. Ein paar Wochen später haben wir dann aber erfahren, dass die Grauen Wölfe, also die türkischen Rechtsextremen, das Festsaal des Rathauses der Stadt Wien, der Stadt Linz erhalten hat. Ja? Und das ist natürlich ein Fall, wo ich mir denke, ich meine, wie kann das Hand in Hand gehen? Wie kann ich auf der einen Seite sagen, die sind rechts, mit denen will ich nichts zu tun haben und denen wollen wir in unserer Stadt keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite habe ich andere Rechte, die aber ethnisch bedingt rechts sind und denen gebe ich mein Heiligtum im Rathaus zur Verfügung, schicke dann sogar diverse politische Mandatare hin, erste Seite fußfrei, um an diesem gesamten Spektakel teilzunehmen. Lustigerweise habe ich zuvor mit dem Verfassungsschutz Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hey, wisst ihr, was da jetzt abläuft? Ist euch das eh klar? Wissen wir eh, aber können wir nicht machen, weil diverse Interessen natürlich sehr stark im Vordergrund waren. Und da geht mir natürlich auch die linke Bewegung aus der Mehrheitsgesellschaft ein bisschen ab, weil ich mir denke, warum kann man da nicht aufstehen, genauso wie man gegen Burschenschafter aufsteht und sagt, es geht nicht, weil unsere Werte auf einer völlig anderen Ebene sind. Damit kann man sich nicht in irgendeiner Form identifizieren, aber das kann man nicht unterstützen, das funktioniert da nicht. Ja, das geht hier nicht. Vor ein paar Wochen war eine große Demonstration der Türken in Wien. Danach wurden diverse kurdische Lokale ziemlich niedergeschmettert. Welche Reaktionen hat es da gegeben? Keine Reaktionen. Ja? Die Polizei hat sogar zugelassen, dass beide Gruppierungen ziemlich nah... Die Fake-Kommissie losgegangen. Genau, auf die Geschichte wollte ich hinaus. Ja? Also die Polizei hat genau gewusst, dass sich die Gruppe Richtung Fake-Lokal bewegt und auch das hat man zugelassen. Das heißt, es gibt hier auch auf der politischen Ebene keine Sensibilität dafür, dass man hier definitiv endgültige Lösungen auch braucht für Konflikte, die woanders stattfinden, aber die natürlich aufgrund der Tatsache, dass diverse politische Organisationen immer noch einen Bezug haben und immer noch politisches Interesse haben, dass diese Dinge dort gelöst werden, weil hier die Identifikation vor allem bei der älteren Generation auch stattfindet. Um den Bogen auch zu spannen, ich denke, dass Österreich auch eine sehr große Verantwortung auch dafür trägt, wie diese ethnischen Spannungen, da geht es um Israel-Palästina, da geht es um den Türken-Kurden-Konflikt, da geht es um Bosnien-Serbien etc., hier immer noch auf einer gut arbeitenden Basis aufgewärmt wird und die Politik schaut zu. Ja. Ja, danke. Ich möchte jetzt die letzte Gelegenheit geben, noch eine Wortmeldung aus dem Publikum zu hören, wenn es eine gibt. Nein? Wenn nicht, dann möchte ich jetzt eine Abschlussfrage stellen, bevor wir in den gemütlichen Teil des Abends übergehen. Wir sind jetzt in der wahrscheinlich schwersten Wirtschaftskrise seit 1945. Soziale Konflikte werden sich verschärfen. Wir spüren in Österreich noch wenig davon, aber das wird natürlich auch hier Folgen haben. Also Steinzeit-Marxistinnen würden jetzt sagen, gut, Verarmung, soziale Konflikte verschärfen sich, Verelendungstheorie, jetzt muss es losgehen. Eigentlich wissen wir seit der Studie von Maria Hoder, Lazarsfeld und so weiter mit den Arbeitslosen von Marienthal, dass das eigentlich so nicht funktioniert. Möglicherweise führt Verelendung auch zu stärkere Apathie und nicht zu Protest. Wie können wir mit dem umgehen? Wo gibt es eventuell Ideen auch für eine Protestkultur in Zeiten der prekären Beschäftigung, in Zeiten der massenhaften Unsicherheit der jüngeren Generation, die eben nicht mehr in reguläre Arbeitsverhältnisse hinein kann, die auch nicht mehr
dann entsprechend, also wo traditionelle Organisationsformen wie Gewerkschaft, Streik nur mehr begrenzt wirkungsmächtig sind, gibt es da Ideen von neuen Protestkulturen, wie man trotzdem oder gerade in dieser veränderten Situation ansetzen kann? Machen wir mal die Runde so durch. Okay. Also ich habe ich schon gesagt, diese Krise genauso wie du, es sind Aufbrüche aus dem Grund, der Kapitalismus stellt Forderungen, zum Beispiel kreativ sein, in der Bildung weiter und zugleich Verschulung, alles eine Verwertung unterwerfen und es funktioniert immer weniger. Und darum gibt es Aufbrüche. Und ich bin sehr froh, also wie da in Ungarn diese Demonstrationen gegen den Czerny war, der gesagt hat, dass er vor die Wahlen gelogen hat. Es war eine rechtsradikale Massenmobilisierung. Da haben wir gedacht, diese Aufbrüche, die passieren werden, werden hauptsächlich reaktionär sein. Und sie sind auch teilweise reaktionär. Zugleich sehe ich jetzt gerade die letzten Jahre eben das Aufbrechen von emanzipatorischen Bewegungen, wo es in eine emanzipatorische Richtung geht. Und für mich ist das halt der Punkt, mich an diesen Bewegungen zu beteiligen und die emanzipatorischen Elemente zu verstärken. Also gerade jetzt mit Prekarisierung, ein wichtiges Projekt, wo ich am Rand dabei bin, immer viel zu wenig aktiv ist, Mayday. Also die sowohl prekäre Arbeit und Leben organisieren und diskutieren wollen, Veranstaltungen machen und jeden Nachmittag am 1. Mai eine Parade und nicht nur eine Demonstration. Das ist nur ein Beispiel. Zugleich habe ich mich am Rand an der Hausbesetzung beteiligt, beteilige mich an Interventionen, ob sie jetzt feministisch sind oder antikapitalistisch, wenn da komische Finanz, also jetzt Rating-Agenturen, das ist eine falsche Argumentation. Die sind ja keine Finanzkrise jetzt, sondern die sind eine Krise des Kapitalismus. Da intervenieren und das zu erklären, das finde ich wichtig. Und ich kann nur sagen, wie es weitergeht, weiß ich nicht, aber für mich geht es darum zu handeln, weil ich emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus will. Ja, und wie könnte dieses Handeln ausschauen? Also, ich bin ja leider nicht sonderlich zuversichtlich, wiewohl ich ganz klar Optimist bin. Ich denke sehr stark, typisch Soziologe, in Wahrscheinlichkeiten, in Verteilungen. Und die schon genannten Gründe spielen alle mit, aber noch nicht genannt sind die kulturellen Unterschiede. Und ich glaube, wir finden uns hier in einem Terrain im deutschsprachigen Raum und Ungarn, Rumänien, da, dort, wo aus mehreren Faktoren, auch aus ökonomischen, sozialen, aber vor allem aus kulturellen Gründen, wahrscheinlich das, was man jetzt vereinfacht, du hast das ein paar Mal genannt, die Reaktion durchsetzen wird, die unschönsten Distanzen, als dass sich die emanzipatorischen durchsetzen werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich nicht aufhöre, mir Hoffnungen zu machen und zu arbeiten. Und dieses Arbeiten nehme ich jetzt als Anlass, es sind alle möglichen Bewegungen nicht genannt worden, ganz federführend, weil eben auch ein Punkt neue Umgebung ist zum Beispiel die Hackerbewegung, die ganz federführend gegen Repression und Überwachung kämpft und wo sehr viel neues Know-how aus diesem Bereich kommt. Der Medienaktivismus, der natürlich jetzt nicht ganz neu ist, aber eben auch sehr viel Auftrieb durch die Veränderungen in der Unterhaltungselektronik bekommen hat und. Ich sehe jede Menge interessanter Ansätze, eben viele auch, die zusammenhängen ganz banal mit der Schwäche der großen Institutionen. Also dort, wo sich neue irgendwie selbstorganisierte, mit Organizing angefangen oder was auch immer, Arbeitsgruppen und Arbeitsweisen bilden, die durchaus dann zum Beispiel mit den Gewerkschaften, Parteien irgendwo mit zusammenarbeiten, aber sehr eigenständig sind und nicht mehr aufgehen.